persönlichen Helden sind meine Eltern natürlich. Das waren einfach echt nette Eltern, die sehr, glaube ich, auch selbstlos waren und die auch in eine Zeit hinein ein Paar wurden, in der es noch sehr ungewöhnlich war, als, ich sag mal, deutsche Frau mit einem afrikanischen Mann zusammen zu gehen. Also 1960 haben die sich kennengelernt. Und es war alles noch sehr, sagen wir mal, irgendwie gedeckelt. Und die sind dann nach Berlin gegangen, auch deswegen, denn die haben sich ja in Heidelberg getroffen. Nach Berlin gegangen, um irgendwie so ein bisschen mehr atmen zu können in dieser Konstellation. Also die haben schon viel auf sich genommen. Earth, Wind & Fire, zum Beispiel September natürlich. Das ist so ein Song, den liebe ich. Und immer wenn der kommt, freue ich mich, weil er erinnert mich an meine Kindheit. Er erinnert mich an meinen Vater. Das ist nämlich seine ultimative Lieblingsband. Und er hat mich, als ich ein Kind war, mitgenommen auf ein Konzert, weil er mir gesagt hat, Kind, du musst diese Band sehen, um zu verstehen, warum ich die ständig auflege und jede einzelne Platte von denen habe. Also das wäre so ein Song, glaube ich. Da würde ich mich immer drüber freuen. Der ist unkaputtbar. Max ist auf jeden Fall auch ein persönlicher Held von mir, würde ich sagen. Er ist natürlich mein Mann und ich kenne alle Seiten. Aber wenn ich ihn jetzt so mal als Musiker betrachte, finde ich, ist er schon ein Held für mich, weil ich sehr viel gelernt habe, natürlich musikalische Art, aber weil ich auch irgendwie den Spirit total schätzen gelernt habe. Und das war etwas, was ich so nicht kannte, bevor ich ihn getroffen habe, nämlich eigentlich so einen kollektivistischen Gedanken zu haben. Also nicht sich als Individuum und Frontmann alleine vorne zu sehen und zu sagen, das ist jetzt meine Zeit, ich muss das Beste draus machen und rausholen, sondern immer irgendwie den Raum und die Bühne freigegeben hat für andere Talente. Ich gucke Stromberg, ich glaube, ich habe das schon 7-mal die ganzen Staffeln, alle Staffeln durch. Und ich kann das immer noch nicht auswendig, aber Stromberg, ich habe vielleicht sowas wie eine Obsession damit. Weiß nicht warum. Wenn ich auf Tour bin, ist es so, ich gehöre immer zu denjenigen, die als Erste im Bett liegen. Ich gehe von der Bühne, ich gehe duschen, ich rede noch kurz und dann bin ich schon weg im Bus. Und dann mache ich natürlich immer mein Handy an und dann schaue ich zum Beispiel Stromberg. Ja, also es ist jetzt von mir nicht so geplant, aber ich finde das natürlich super spannend, so Crossover-Projekte zu machen. Also ich glaube, das ist auch irgendwo diese Art von Dialog, die irgendwie an der Zeit ist. Dass man nicht immer so diese Barrieren aufbaut zwischen dem und dem und dem Genre oder E-Musik und U-Musik. Ich finde das manchmal so ein bisschen verrückt eigentlich, dass man da diese Unterscheidung macht. Nicht nur um was zu beschreiben, sondern dass die Leute das auch so ernst nehmen teilweise, dass sie einfach nicht auf die Idee kommen, das miteinander zu kombinieren. Ich hoffe, dass der IMA bewirkt, dass die Kunst noch weiter in den Vordergrund gerät, als sie es jetzt bei dem letzten Preis, Musikpreis war, der sozusagen jetzt nicht mehr da ist. Der Echo, das war ja ein Verkaufspreis. Und da hoffe ich doch schon sehr, dass wir also einfach kulturell noch mehr einsteigen in das musikalische Angebot, das es gibt. Also nicht nur das konsumieren, das sozusagen eh eine Oberfläche erzeugt durch Erfolge, sondern auch durch eine, ich sag mal, kulturelle und musikalische qualitative Relevanz. Ich glaube, es ist wichtig, weil wir haben nicht so viele. Und wir haben einen Preis, der sich sehr stark auch auseinandersetzt mit Musikern, Musikerinnen auf dem nationalen oder GSA-Markt. Das ist der Preis für Popkultur. Und es gibt aber jetzt keinen Preis, keinen Musikpreis, der sozusagen internationale Musikgrößen, also von überall her auszeichnet, bewertet und überhaupt eine Plattform gibt. Es war für mich total interessant, als Jurymitglied die Auswahl, also die Kategorien, zu studieren und dann auch jemanden auszuwählen für die jeweilige Kategorie. Und dafür bin ich dann teilweise richtig in die Forschung gegangen und habe also Research betrieben, also vor allem bei Künstlern, die mir jetzt noch nicht so geläufig waren. Und ich würde sagen, so im Großen und Ganzen, das sind sozusagen Künstler in den Kategorien, Künstlerinnen, da geht es meines Erachtens nach vor allem mal irgendwie um eine musikalische Relevanz. Also ich glaube, in der deutschen Musiklandschaft ist eigentlich total viel da. Ich glaube, es geht eher darum, dass man eine Sichtbarkeit erzeugt. Also, dass es Flächen gibt, auf denen Künstler ihre Kunst zeigen können. Weil ich glaube, dass es eine sehr heterogene Szene gibt. Ich habe das Gefühl, dass da eine absolute Aufmerksamkeit da ist jetzt.
Und ich habe vor allem das Gefühl, und das ist total schön, dass es nicht mehr nur eine Unterhaltung ist, also dieses Unverhältnis zwischen Männern und Frauen und Unterrepräsentanz, dass es nicht mehr nur eine Unterhaltung ist, die man in geschützten Räumen führt mit Betroffenen oder so oder Leuten, die besonders in diesem Bereich sozusagen sich schlau gemacht haben, sondern dass du jetzt auch öffentlich darüber reden kannst und nicht Gefahr läufst, dass die Männer da sitzen und die Augen rollen, weil das war nämlich, finde ich, viele Jahre das Problem. Es gab in den letzten 20 Jahren immer wieder Frauen, die gesagt haben, es gibt eine Unterrepräsentanz. Und das ist jetzt gerade vorbei. Also ich habe so das Gefühl, das macht man jetzt so nicht mehr. Also man hört sich das an, man ist sich dessen bewusst. Es gibt auch Fakten, es gibt Zahlen und die kann man nicht schönen sozusagen. Und entsprechend muss dann auch reagiert werden aus der Industrie heraus.